Get ready. Action. So Jungs, bevor ihr mich die Bahn runterschubst, möchte ich gerne noch was über diesen Schlitten erfahren und die Fans auch. Wie funktioniert das Teil? Wie steuert man? Wo sitzt man drauf? Wo hält man sich fest? Ja, also im Prinzip ist es so, dass wir quasi unsere Verkleidung, unsere Sitzschale haben. Dieses hellblaue hier, das ist mein Sitz, da sitze ich mit dem Popo drauf. Der Sascha sitzt dahinter, eine Etage tiefer, genau. Hier sind meine Beine, wir zeigen das dann auch gerne gleich mal. Das hier sind die sogenannten Steuerhörnchen. Und Sascha, seine Füße sind quasi hier in diesen Schalen, ist quasi so angepasst. Ja? Und meine Beine gehen hier gerade lang. Und wenn wir dann Kurven fahren und wir wollen lenken, ich kann ja mal ganz kurz demonstrieren. Ja. Pass auf, wir wurden nicht gefreut. Entschuldigung, es ist Eis, hier. Es ist eisig hier. Ich vergaß, dass es glatt ist. Naja, auf jeden Fall ist es so, man muss sich das so vorstellen, wenn man jetzt in Fahrtrichtung guckt, sind die Schienen einen gewissen Teil relativ parallel und laufen dann vorne so ein bisschen zusammen. Und dadurch, dass die Schiene auch gebogen ist, wenn man jetzt von der Seite guckt, ich weiß nicht, ob man das sieht, ist es so, dass der Schlitten ja nicht komplett aufliegt auf dem Eis, sondern nur auf einem kleinen Teil. Und wenn wir jetzt lenken, ich simuliere mal, ich drücke quasi eine Kufe runter, nee, das ist schon richtig, dann greift diese sogenannte Vorspur und schiebt den Schlitten rum. Und so lenkt das. Ne? Und dasselbe funktioniert aber auch, kleine Lenkeinsätze, Korrekturen, wenn der Sascha hinten mit den Schultern in der Schale, er zeigt das mal. Warte mal, ich komme rüber mit dem Mikro. Dasselbe funktioniert auch mit kleinen Steuerbewegungen, und zwar über die Schultern. Und da ist es dann so, wenn ich hinten rechts drauf drücke, geht vorne links die Schiene runter. Das sieht man auch so, ne? Eine ganz leichte Verbringung. Und dementsprechend ist es so, dass wir miteinander, wie wir ja schon gesagt haben, sehr, sehr gut harmonieren müssen, weil Toni halt über die Füße vorne lenkt und ich über die Schultern hinten. Okay, können wir das Ding einmal von unten sehen oder nur mal von der Seite, dass man mal so eine Kufe sieht? Kann man das jetzt anfassen oder ist das so mega scharf? Das kannst du anfassen, das ist nicht das Thema. Okay, aber ist das sonst schärfer? Nein, das ist eine richtige Schiene, wie wir das auch fahren. Also damit kann man direkt im Eiskanal rodeln. Und das Ding bearbeitet jetzt ihr, also ich weiß, das habt ihr mir schon gesagt in der Trainer auch, dass kaum jemand so intensiv an seinem eigenen Sportgerät arbeitet, wie ihr das tut. Was macht ihr mit diesen Teilen? Also ihr baut erstmal eure Schlitten. Du, glaube ich, in erster Linie, ihr baut diese Schlitten selber und schleift dann hier, weiß ich nicht, Mikrometer oder Nanometerweise ab? Naja, also Hundertstel Millimeter ist unsere Messeinheit, die wir verwenden. Und vielleicht, dass man auf den, ich sage jetzt mal, Meter Schienenlänge mal eine Abweichung von 1 bis 200 Millimeter hat, das ist eine Toleranz, aber ansonsten ist das ziemlich präzise geschliffen, ja. Also das sind wirklich hochpräzise Instrumente, mit denen ihr da fahrt? Ist richtig, und wie gesagt, es ist nun der direkte Kontaktpunkt zwischen uns und dem Eis, und deswegen investieren wir da auch so viel Zeit in die Schienen, ja. Okay, ja, klasse, super, ist echt spannend, also